Ich begrüße Sie erstmal ganz herzlich zu unserem Vortrag. Ganz kurz, wer sind wir überhaupt? Wir sind von der TU Dresden. Die TU Dresden ist eine der größten technischen Universitäten, die wir in Deutschland haben, mit rund 33.000 Studierenden, davon 5.500 im Maschinenbau. Innerhalb der TU Dresden gibt es die Stiftungsprofessur für Baumaschinen. Das ist eine traditionsreiche Professur und ich habe das Vergnügen, diese seit Ende 2017 führen zu dürfen. Wir haben rund 20 bis 25 Mitarbeiter bei uns am Lehrstuhl und betreuen so rund 80 bis 100 Studenten, die jedes Jahr bei uns irgendwo durchlaufen und irgendwas über Baumaschinen bei uns lernen wollen. Womit beschäftigen wir uns am Lehrstuhl? Worum geht es eigentlich heute in der Baumaschinenforschung? Da habe ich hier jetzt einfach mal eine ganze Reihe von Begriffen aufgeschrieben, die uns so alltäglich in den Projekten um die Ohren fliegen. Ich könnte Ihnen jetzt zu jedem einzelnen dieser Begriffe einige Projektbeispiele erzählen, aber dann ist die Zeit rum. Deswegen lasse ich das. Ich konzentriere mich lieber auf das eigentliche Thema heute. Wenn es von Ihrer Seite Interesse daran gibt, was wir tun, wie wir es tun, wie wir vielleicht auch gemeinsam was machen können, sprechen Sie uns gerne an, sei es heute oder beim VD-BUM oder eben auch später. Sie finden uns sicherlich online. Für das heutige Thema 3D-Betondruck gibt es ein paar Begriffe, die eben dazu gerade passen. Das ist natürlich zunächst mal das Thema Stichwort Digitalisierung. Denn nur wenn der gesamte Druckprozess durchgängig digital abläuft, nur dann wird das gesamte Potenzial auch genutzt. Bauverfahren, additive Fertigung ist klar. Betondruck ist ein additives Bauverfahren, ein additives Verfahren und damit eben auch ein neuartiges Bauverfahren. Mess- und Versuchstechnik ist hier nochmal rot markiert, weil das in diesem Projekt besonders große Rolle spielt. Es ist eben in diesem Bereich gerade Maschine und Material, Beton, eben noch nicht alles berechenbar. Da muss man doch sehr viel noch ausprobieren. Wir sehen nachher auch noch ein paar Beispiele. Und Interdisziplinarität ist natürlich ein ganz wichtiges Thema hier. So ein Projekt, so ein Thema können wir nicht als Maschinenbauer, aber auch nicht als Bauingenieure oder sonst irgendwas alleine bearbeiten. Das geht nur in einem interdisziplinären Team. Zum eigentlichen Thema. Da gucken wir jetzt erstmal ganz weit zurück, und zwar so rund 2000 Jahre. Da haben nämlich die alten Römer schon Bauwerke aus Beton errichtet. Und das haben die gar nicht so schlecht gemacht, denn einige von diesen Bauwerken stehen heute noch. Ein Beispiel hier, das Pantheon. Mit einer Kuppel mit 43 Meter Durchmesser, lange Zeit das größte Kuppelgebäude der Welt gewesen. Und wie haben die das gemacht? Die haben im Grunde aus Mauerwerk eine Schalung errichtet und haben dann in diese Schalung einen Beton gegossen. Oder sowas Ähnliches wie Beton. Opus Cementitium hieß das damals und es war in seiner Zusammensetzung sicherlich noch ein bisschen anders als das, was wir heute verwenden. Aber im Grunde war es auch schon ein Beton. So, dann gucken wir in die Gegenwart. Wir sind natürlich heute in der Lage, riesige Gebäude zu bauen. Burj Khalifa, 828 Meter, bis in 600 Meter Höhe Beton gepumpt. Da sind wir sicherlich weiter als die Römer, das konnten die noch nicht. Aber das Grundprinzip, das ist immer noch das gleiche wie vor 2000 Jahren. Wir bauen eine Schalung und gießen die mit Beton aus. Natürlich ist der Werkstoff heute weiter, auch die Verfahren sind weiter. Wir können heute Geometrien erzeugen, die sehr komplex sind mit den Schalungssystemen. Das ist natürlich schon nochmal was anderes. Aber trotzdem bleibt es dabei, dass wir eben das Thema Schalung noch haben. Und Schalung ist materialintensiv, zeitintensiv, kostenintensiv. Deswegen muss es eigentlich das Ziel sein, Schalung zu eliminieren. Da mache ich mir jetzt keine Freunde bei den Schalungsherstellern, die möglicherweise hier sind, das ist mir schon klar. Aber da können wir leider keine Rücksicht drauf nehmen. Noch ein etwas böser Blick in die Bauindustrie. Wir haben hier mal ganz kurz geguckt, wie sieht das mit der Produktivitätsentwicklung aus. Im Prinzip kennt man die Thematik. Produktivitätsentwicklung von 1950 bis heute am Beispiel der USA. Man sieht eben, dass eigentlich alle Bereiche, Fertigungsindustrie, Logistik und so weiter, dass sie alle massive Produktivitätssprünge gemacht haben. Nur im Bauwesen, da sieht das nicht ganz so doll aus.
Jetzt kann man natürlich über die Datengrundlage und die Aussagekraft, da kann man sicherlich einiges in Frage stellen und darüber diskutieren, aber die Kernaussage ist, glaube ich, schon richtig. Wir arbeiten im Grunde noch so ähnlich wie vor 50 Jahren und die Baubranche ist nun mal relativ konservativ, was neue Technologien betrifft. Und wir treffen aber jetzt auf eine Situation, wo der Bedarf groß ist, die Ressourcen uns langsam ausgehen und insbesondere die Ressource Mensch uns ausgeht. Wir haben das Thema ja schon gehört, Fachkräftemangel und so weiter. Und deswegen muss und wird sich, denke ich, auch die Baubranche jetzt intensiver mit diesen Fragen der Automatisierung und Effizienz beschäftigen. So, was verspricht man sich jetzt vom 3D-Betondruck? Was sind da die Vorteile der additiven Fertigung? Wir wollen also ohne eine Schalung bauen, wir wollen mit Beton, aber ohne Schalung bauen, um erstmal Ressourcen zu schonen, um automatisierte Prozesse realisieren zu können, um Durchgängigkeit von Daten zu bekommen, also die gesamte digitalisierte Prozesskette hinzubekommen. Letztlich wollen wir damit den Bauprozess beschleunigen, wir wollen die Produktivität steigern, Kosten senken. Als Nebeneffekte ergeben sich dann bei dem Verfahren eben auch noch neuartige Gestaltungsmöglichkeiten. Das freut die Architekten, die sich da kreativ austoben können. Was ergibt sich aus diesen Vorteilen? Was ergeben sich dafür potenzielle sinnvolle Anwendungen? Naja, das ist erstmal der Wohngebäudebau, wo man dann allerdings unterscheiden muss. Es gibt einmal den Wohngebäudebau, der eher kostengetrieben ist, standardisiert, schnell, ressourcenschonend, kostengünstig. Und auf der anderen Seite, wo es dann eher um architektonische Freiheiten geht, individualisierte Gebäude, wo es dann auf die Kostenseite nicht ganz so aufkommt. In beiden Fällen kann der 3D-Druck eine Lösung sein. Interessant ist das Verfahren durchaus auch für andere Anwendungsgebiete, wie zum Beispiel die Errichtung von Notunterkünften, weil wir eben nicht die aufwendige Logistikkette brauchen bei diesem Verfahren. Dann kann man sich weitere Sachen vorstellen, Bauelemente im Garten- und Landschaftsbau, aber auch so Sachen wie zum Beispiel Turmbauten für Windenergieanlagen. Auch da kann man sich vorstellen, die zu drucken. Dann kann man Brücken drucken und man kann, wenn man denn will, auch Mauern drucken. Wobei ich allerdings hoffe, dass die berühmte Mauer Richtung Mexiko nicht unbedingt das Vorzeigeprojekt für den 3D-Druck wird. Aber schauen wir mal. So, jetzt habe ich ja im Grunde gesagt, wir können eigentlich alles drucken. Limitierungen gibt es keine. Jetzt wollen wir natürlich auch ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen kommen. Und das machen wir mit dem sogenannten Gartner Hype Cycle. Den gucken wir uns mal an. Prinzip ist, glaube ich, bekannt. Nochmal kurz erklärt, es gibt irgendwo einen Startpunkt, eine Idee, eine Erfindung, sonst irgendwas. Und dann entwickeln sich die Erwartungen, Euphorie bricht aus, bis man dann irgendwann mal feststellt, naja, alles lässt sich damit jetzt auch nicht lösen. Dann fällt man wieder in so ein Tal und dann kommt man irgendwann auf so einen Bereich, wo eben die sinnvollen Anwendungen sich wirklich durchsetzen. Stellt sich jetzt die Frage, wo stehen wir da mit einem 3D-Betondruck? Auch da kann man verschiedene Ansichten haben. Ich teile aber diese hier, die im Grunde besagt, wir befinden uns auf diesem Hype-Ast im Moment. Es gibt extrem viel Euphorie in diesem ganzen Thema. Die Berichte überschlagen sich und wir werden mit Sicherheit, wir sind mittlerweile auch schon weiter hier oben, das ist von 2015 die Grafik, wir sind relativ nah an diesem Spitzenpunkt gerade. Und auch wir, die also diese Technologie propagieren, werden sicherlich dann demnächst durch das Tal der Tränen marschieren müssen, wo man dann eben feststellt, es geht eben doch nicht alles, es ist nicht alleine die Weltrettung. Und wo wir dann aber feststellen, okay, diese und jene Anwendungen sind tatsächlich sinnvoll, da funktioniert es, da macht es Sinn und da setzt es sich dann eben auch durch. Weltweit werden sehr viele verschiedene Konzepte zurzeit untersucht und ich will jetzt mal ein paar wesentliche Unterscheidungsmerkmale aufzeigen. Grundlegend unterscheidet man erstmal zwei Verfahrensgruppen, nämlich den Druck auf Basis der selektiven Bindung und die Extrusion. Bei der selektiven Bindung ist es im Grunde so wie beim Metall-3D-Druck, was man kennt. Es wird ein Pulverbett ausgelegt, es wird selektiv an einzelnen Stellen, da wo man es möchte, durch Zugabe von Bindemittel wird das Material verfestigt, dann kommt die nächste Schicht und so weiter und so fort. So entsteht ein Objekt. So, und das lose Material, was eben nicht verfestigt wurde, das muss dann irgendwann raus. So, das kann ich jetzt bei einem
ich sag mal, bei einem Maschinenteil geht das noch relativ einfach. Das nehme ich raus, schüttel ein bisschen, dann fällt das Material raus. Das ist bei einem Gebäude ein bisschen schwierig. Deswegen sind wir der Überzeugung, dass das selektive Verfahren für einen Gebäudedruck eigentlich nicht der richtige Weg ist. Und die Meinung haben auch nicht nur wir, sondern es setzt sich eigentlich durch, dass alle, die ernsthaft sich mit dem Thema beschäftigen, in Richtung der Extrusionsverfahren gehen. Und bei den Extrusionsverfahren ist es so, dass vorgemischtes Material schichtweise über eine Düse ausgebracht wird. Über eine bewegte Düse, die eben die gewünschte Kontur abfährt. Dabei verbleibt das Material dann annähernd in der durch die Düse vorgegebenen Form und bildet dann ebenso das Gebäude. Damit erreiche ich auch eine wesentlich höhere Fertigungsgeschwindigkeit als mit dem selektiven Verfahren. Bei den extrusionsbasierten Verfahren gibt es natürlich dann auch wieder unterschiedliche Möglichkeiten. Und zwar zunächst mal in der Bauweise. Da ist der eine Weg Kontur und Füllung genannt. Das heißt, ich drucke im Grunde auch wieder eine Schalung, nur dass die eben aus Beton besteht und zum tragenden Element dazugehört. Und fülle den Hohlraum dazwischen beispielsweise durch solche wellenförmigen Filamente. Dann kann ich hinterher noch beigehen, die verbleibenden Hohlräume auszufüllen, sei es um die Stabilität weiter zu steigern oder um Dämmung einzubringen oder was auch immer. Das ist der eine Weg, den die meisten Projekte verfolgen. Es gibt einen anderen Weg und das ist der, direkt einen massiven Wandquerschnitt zu drucken. Das ist der Weg, den wir verfolgen. Da hören wir nachher mehr darüber. Dann unterscheiden wir noch nach der Fertigungsstätte. Wo soll denn dieser Druck eigentlich passieren? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann natürlich in einem Fertigteilwerk, also Fertigteile drucken. Das kann man machen, aber dann hat man natürlich hinterher wieder die aufwendige Logistik. Ich muss die Teile dann zur Baustelle transportieren, muss sie dort montieren und so weiter. Kann vielleicht auch hier und da sinnvoll sein, aber die vollen Vorteile des 3D-Druckverfahrens spielen sich eigentlich erst dann aus, wenn ich tatsächlich auf der Baustelle on-site drucke. Problematik dabei ist natürlich dann, man sieht es hier schon, ich brauche ein bisschen Platz auf der Baustelle und das ist möglicherweise auch nicht überall gegeben. Da muss man dann in der Maschinentechnik noch ein bisschen weiter hingucken, was man tut. Wir haben noch ein Unterscheidungsmerkmal, das ist der Baustoff. Wir haben an den Baustoff natürlich ganz unterschiedliche Anforderungen, die sich auch teilweise widersprechen. Also gibt es einen Zielkonflikt in der Materialentwicklung. Einerseits muss das Material fließfähig sein, damit wir es erstmal zum Druckkopf hin fördern können. Auf der anderen Seite muss es aber auch relativ schnell aushärten, damit, wenn es aus dem Druckkopf rauskommt, aus der Düse rauskommt, nicht irgendwo hinfließt, sondern in seiner Form bleibt. Dann gibt es auch je nach Verfahren noch Limitierungen, was die Korngröße betrifft. Letzten Endes wollen wir das Ganze auch noch bezahlen können. Insofern gibt es dann auch noch die Zielstellung, ein möglichst marktgängiges Material zu verwenden. So, und unter diesen Aspekten werden weltweit im Moment an den verschiedensten Stellen ganz unterschiedliche Materialzusammensetzungen für diesen 3D-Druck entwickelt. In dem Zusammenhang werden dann teilweise, auch daran arbeiten wir, noch Materialien entwickelt, die Zusatzfunktionen übernehmen. Zum Beispiel wollen wir auch mit einem Schaumbeton das 3D-Druckverfahren machen. Dann haben wir auch noch eine Wärmedämmung mit drin. Nächster Unterscheidungsmerkmal ist das Maschinenkonzept. Ich muss ja jetzt meine Druckdüse irgendwie die Kontur entlang bewegen. Und da gibt es auch ganz verschiedene Ansätze. Wir sehen es hier vom Knickarmroboter, Schwenkarmroboter, Portalroboter über die Autobetonpumpe bis zum Seilroboter. Wir sehen die Konzepte gleich in den Projektbeispielen noch, die wir zeigen wollen. Außer den Seilroboter, den gibt es nämlich bisher noch in keinem tatsächlichen Projekt. Ist aber ein interessantes Konzept, da wird vielleicht noch was kommen. Hat ein bisschen die Limitierung, dass der auf der Baustelle noch mehr Platzbedarf hat. Aber dafür hat er auch ein paar Vorteile. Am schwierigsten umzusetzen, das kann man gleich schon mal sagen, das kann man sich vorstellen, ist natürlich das Konzept der Autobetonpumpe. Wenn man sich vorstellt, so einen langen, labbrigen Arm da vorne damit drucken zu wollen, das ist ein bisschen anspruchsvoller. Aber wenn es denn gelingt, ist es sicherlich das beste Konzept hinsichtlich Platzbedarf, Kosten, eingeführte Maschinentechnik.
Ich sagte schon, es tut sich sehr viel international. Wir kennen aktuell mindestens 30 Projekte, die sich ausschließlich mit dem 3D-Druck mit Frischbeton beschäftigen. Wirklich einigermaßen gleichmäßig über die Welt verteilt. Und einige wenige ausgewählte wollen wir jetzt hier vorstellen. Alle 30, das schaffen wir nicht. Das erste Projekt oder der erste Anbieter in diesem Segment, was einem da immer einfällt, ist Contour Crafting aus den USA. Das liegt daran, dass der Gründer, der Berok Khoshnevis, der erste war, der sich mit der Thematik beschäftigt hat und der in Anfang der 2000er dieses Contour Crafting-Verfahren erfunden hat. Das Contour Crafting-Verfahren ist eben das, was ich eben schon sagte. Wir drucken im Grunde eine Art Schalung und füllen die dann auf verschiedene Weise aus. Der Nachteil an diesem Verfahren, wie an allen, die dieses nutzen, ist, dass ich damit relativ schmale Filamente drucke und das bedeutet, dass ich einen relativ feinkörnigen Beton verwenden muss und das ist natürlich für die Kostenseite nicht so ganz optimal. Was das Maschinensystem betrifft, setzt Contour Crafting auf einen Portalroboter, der auf der Baustelle eingesetzt wird. Und eben dort einen gewissen Bauraum benötigt. Aus dieser Idee heraus ist 2017 auch eine Firma entstanden, die Contour Crafting Corporation, von dem Herrn Khoshnevis gemeinsam mit der Umdash Group Doka Ventures, was also auch zeigt, dass da durchaus ein ernsthaftes Interesse mittlerweile besteht. In Kürze wird von dort der erste mobile Betondrucker auf den Markt kommen. Zumindest ist er angekündigt. Gesehen haben wir noch nichts, aber Denkmal wird kommen. Auch einer der Pioniere auf dem ganzen Gebiet ist die Firma Winsun aus China. Ähnliches Wirkprinzip, aber Winsun druckt nicht auf der Baustelle. Winsun druckt im Fertigteilwerk und setzt dann aus Fertigteilen eben Gebäude zusammen mit den schon genannten Nachteilen der aufwendigen Logistikkette. Die machen das auch wieder mit einem Portalroboter, ein ziemlich großes Gerät, 40 mal 10 Meter Grundfläche. Das kann man natürlich dann in so einer Halle auch alles relativ schön und einfach machen. Das ist natürlich weniger anspruchsvoll, als das auf einer Baustelle zu machen. Winsun ist aber einer der wenigen Anbieter, die tatsächlich schon eine ganze Reihe Gebäude gedruckt haben. Man sieht es hier. So eine sogenannte Villa wurde dort erstellt. Ich weiß allerdings nicht, ob da jemand drin wohnt, kann ich nicht sagen. Aber dieses Gebäude zum Beispiel, das ist also die Grundstruktur der Rohbau von diesem hier, das ist ein Bürogebäude in Dubai, was also tatsächlich auch genutzt wird. Ein weiterer bekannter Entwickler des 3D-Druckverfahrens ist die Firma Apiscor aus Russland. Die wollen wiederum on-site drucken, setzen einen faserverstärkten Feinkornbeton ein, was natürlich dann auf die Wirtschaftlichkeit, bin ich zumindest ein bisschen skeptisch, inwieweit das dann noch wirtschaftlich ist, haben ein ganz interessantes Manipulatorkonzept, nämlich einen Schwenkarmroboter, der innerhalb der zu druckenden Gebäudestruktur steht. Der Roboter ist höhenverstellbar und teleskopierbar und man will damit eine Druckfläche von 130 Quadratmetern bedienen können. Man hat ein Demonstrationsgebäude bisher gedruckt. Auf Skizzen gibt es auch schon mehrgeschossige Gebäude, wobei ich da ehrlich gesagt ein paar Bedenken habe. Inwieweit man eine solche Maschinentechnik, inwieweit die Belastungsgrenzen üblicher Geschossdecken möglicherweise nicht überschreitet. Und das Umsetzen von einer Ebene in die nächste ist auch nicht so ganz ohne. Aber gut, immerhin für 2019 hat Apiscor eine Kooperation angekündigt mit einem US-Bauunternehmen und man will noch in diesem Jahr in Texas die ersten zugelassenen Wohnhäuser drucken. Also auch da wird es wieder interessante, spannende Berichte geben. Auch die US Army arbeitet an dem Thema, und zwar in Kooperation mit der NASA und mit Caterpillar. Bei denen geht es darum, Militärbaracken und Notunterkünfte on-site zu drucken. Und auch da ist man auf dem Level, dass man ein Demonstrationsobjekt, eine Feldunterkunft, 5 mal 10 Meter groß, bereits gedruckt hat.
und setzt als Manipulatorsystem auch auf einen Portalroboter. Deren Treiber ist also eine Verkürzung der Bauzeit, Reduzierung des Materialbedarfs und vor allen Dingen reduzierter Personaleinsatz. So, jetzt kommt endlich auch mal ein europäisches Projekt, und zwar von der dänischen Firma Cobot. Basis ist da ein staatlich gefördertes Projekt, in dem 2017 in Kopenhagen das erste gedruckte Gebäude Europas entstanden ist. Und daraus hervorgegangen ist dann das Unternehmen Cobot. Als Maschinenkonzept auch wieder ein Portalroboter, aber als modularer Aufbau. Das wird aktuell tatsächlich vermarktet. Das können Sie bestellen in Modulen und können das sich dann eben so zusammensetzen, je nachdem, was Sie für eine Druckgröße, für eine Druckfläche bedienen wollen. Das fängt an bei 2x2 Meter, bessere Hundehütte, geht aber dann bis zu 45x12 Meter. Da können Sie dann also schon ganz schön was mitdrucken. Die Firma Cobot hat sich auch mal dazu geäußert, wie es denn auf der Materialseite aussieht mit Recyclingmaterialien und spricht davon, dass man bis zu 20% recyceltes Material dort zugeben kann. Auch zur Kostenseite gibt es da eine Äußerung, die sagen, dass das Material 20% teurer ist als ein Normalbeton. Und wenn dem so ist, dann rechnet sich das natürlich sehr schnell, weil man ja an anderen Stellen wesentlich mehr einspart. Auch hier wieder ein Zeichen dafür, wie ernst das genommen wird. Vor wenigen Monaten wurde bekannt, dass die Peri-Gruppe sich an dem Unternehmen beteiligt hat. Bekanntermaßen beschäftigen sie sich eigentlich mit Schalungen und Gerüsten, suchen vielleicht auch nach Alternativen für die Zukunft. Wir bleiben in Europa, hier haben wir noch ein Projekt der TU Eindhoven. Die arbeiten seit 2015 daran. Manipulatorsystem, wieder ein Portalroboter. Das erste Objekt war eine Brücke, die heute als Fahrradbrücke genutzt wird, tatsächlich also auch zugelassen ist. Allerdings drucken die Kollegen in Eindhoven auch bisher nicht on-site. Ziel ist aber in einem aktuellen Projekt, das nennt sich Project Milestone, dass in Eindhoven dieses Jahr noch 5 Wohnhäuser entstehen sollen, die dann gedruckt werden und die auch eben tatsächlich bewohnbar sein sollen. Das letzte Projektbeispiel, auch nochmal aus den Niederlanden, die Firma Cybi, die auch seit 2015 an dem Thema arbeitet, und die verwenden einen 6-Achs-Industrieroboter. Klingt erstmal gut, ist ein standardisiertes Element, kann man relativ einfach kaufen, aber hat natürlich einen sehr begrenzten Arbeitsraum, in diesem Fall eine Reichweite von 3,2 Meter. Da kommt man nicht so ganz weit mit, da kann man einzelne Elemente dann mitdrucken. Um das so ein bisschen zu beseitigen, haben sie dann das Ding also auf Raupenfahrwerk gestellt. Allerdings dient das Raupenfahrwerk wirklich nur zum Umsetzen. Während der Arbeit ist das Ding abgestützt, ausgehoben. Also bin ich auch noch ein bisschen skeptisch, ob das so das Richtige ist. So, jetzt haben wir also einige Projektbeispiele gesehen und man kann festhalten, dass wir aus dem Labormaßstab und ich sag mal von der verrückten Idee wirklich so langsam in die Praxis, in die Realisierung kommen. Trotzdem ist natürlich noch eine ganze Menge zu tun. Es gibt noch eine ganze Reihe von Aufgaben zu lösen, bevor der 3D-Druck von Gebäuden tatsächlich im Baualltag ankommt. Und wie wir dann seitens der TU Dresden an dieses Thema rangehen, das wollen wir jetzt im zweiten Teil zeigen. Wir arbeiten seit 2014 daran in Kooperation mit anderen Lehrstühlen, mit Lehrstühlen aus dem Bauwesen und mit verschiedenen Industriepartnern. Wir haben hier mal eine kleine Animation oder ein Video, wie das aussehen kann. Angefangen bei der digitalisierten Bauplanung, also Stichwort BIM, wo dann neben der Gebäudegeometrie eben weitere Informationen in den Plänen hinterlegt werden. Daraus werden dann Steuerungsdaten für den automatisch ablaufenden Bauprozess. Damit werden auf der Baustelle dann der mobile Großraummanipulator gesteuert. In diesem Fall ist das eine modifizierte Autobetonpumpe. Der Druckkopf sorgt dann für ein dosiertes Austragen des Betons, sodass wir also Schicht für Schicht das Bauwerk erzeugen. Und wie vorhin schon angedeutet, ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal, wir drucken die gesamte Schicht, also die Wandbreite in einem Zug. Und das
soll es dann von meiner Seite gewesen sein. Weitere Details dazu jetzt von meinem Kollegen Herrn Nether. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich denke, im ersten Teil unseres Vortrags haben Sie einen ganz guten Überblick bekommen, was das 3D-Drucken mit Beton eigentlich bedeutet und was da auch international momentan auf der Welt so los ist. In meinem Teil, also in dem zweiten Teil unseres Vortrages, werde ich jetzt etwas näher darauf eingehen, was wir an der TU Dresden mit unserer Forschungsarbeit dazu beitragen können. Und ich denke, in dem Video hat man es ganz gut schon zusammengefasst und auch hier sind es auf den Stichpunkten nochmal zu sehen, was denn eigentlich unser Ziel ist mit der Entwicklung des Verfahrens Conprint 3D. Wir wollen zum einen ein automatisiertes, schalungsfreies Bauverfahren entwickeln und zwar für den Baustoff Beton. Das soll direkt auf der Baustelle zum Einsatz kommen und zwar mit möglichst etablierter, bekannter Maschinentechnik. Dazu müssen wir geeignete Betonrezepturen entwickeln und das Ganze sollte natürlich auch möglichst wirtschaftlich sein, sodass es also eine schnelle Markteinführung erfährt. Und letztendlich müssen wir uns auch darum bemühen, den gesamten Bauprozess daraufhin abzustimmen und zu optimieren. Das ganze Projekt ist sehr interdisziplinär angesiedelt. Wir arbeiten also zusammen mit unseren Kollegen von dem Institut für Baustoffe und für Baubetriebswesen. Und ja, wir an der Professur für Baumaschinen kümmern uns also maßgeblich um die maschinelle Umsetzung der Technologie. Und ja, das beinhaltet zum einen natürlich einen großen Roboter, einen Manipulator zur Bewegung des Druckkopfes zu entwickeln, wie es beispielsweise hier die Autobetonpumpe sein könnte und zum anderen beinhaltet das natürlich auch die Entwicklung von Lösungen ja, für die Förderung und Dosierung des Betons und natürlich auch die Formung der Betonschicht am Druckkopf. Ja, bleiben wir mal bei dem Manipulator und warum propagieren wir dafür eigentlich die Autobetonpumpe? Zum einen hatte ich schon gesagt, es ist eine etablierte Maschine. Die meisten Baufirmen arbeiten damit schon seit vielen Jahren, kennen sich damit aus. Und wenn man davon ausgeht, dass wir sie später auch für den 3D-Druck benutzen können, wird sie zusätzlich trotzdem oder weiterhin ihre ursprüngliche Funktionalität behalten. Also man kann damit immer noch weit und hoch eine große Menge Beton drucken. Und das ist der entscheidende Vorteil, den wir darin sehen. Und weiterhin hat sie alles an Bord, was wir für den Betondruck benötigen. Wir haben also zum einen serienmäßig Pumptechnik für den Beton, die Anforderungen, die der Betondruck an sich stellt, bei Weitem übertrifft. Und zum anderen haben wir einen sehr großen Ausleger von bis über 60 Metern Reichweite, den wir natürlich nutzen können als großen Roboter, also als serielle Kinematik, als seriellen Großraummanipulator. Ja, und wenn wir einmal bei diesem Manipulator bleiben, da ist natürlich die Aufgabe von uns an der TU Dresden zunächst einmal gewesen, einen vernünftigen Algorithmus zu entwickeln. Wir müssen natürlich die Gelenkwinkel so berechnen und einstellen, damit wir die Zielkoordinaten letztendlich einstellen können am Druckkopf. Das Ganze haben wir natürlich nicht nur in der Theorie entwickelt, sondern wir versuchen das natürlich auch in die Praxis umzusetzen. Und dafür war für uns der erste Schritt, einmal zu messen, wo liegen wir denn überhaupt, was die Genauigkeit von Autobetonpumpen betrifft. Dazu haben wir mit unserem Forschungspartner Putzmeister in einem ersten Projekt Messungen angestellt, bei der wir also eine konventionelle Autobetonpumpe mit einem 38 Meter langen Mast, ohne ihn strukturell in irgendeiner Form zu verändern, automatisch mit unseren Algorithmen angesteuert haben und dann über eine optische Messtechnik, also ein zielverfolgendes Tachymeter, einmal gemessen haben, wo liegen wir denn eigentlich verglichen mit der vorgegebenen Trajektorie. Das sehen wir hier anhand dieser Diagramme. Wir sind beispielsweise hier eine Bahn vorgegeben, die grüne Linie gibt also die Vorgabe, vorgegebene Koordinaten wieder, in 12 Metern Entfernung quer zur Fahrzeugachse und real haben wir also beim Abfahren dieser Bahn
Abweichung von ca. 100 bis 110 mm in der horizontalen und 150 mm in der vertikalen Richtung gemessen. Wissen wir, wo wir stehen. Und der Grund dafür, denke ich, ist jedem bekannt, der schon mal so eine Autobetonpumpe gesehen hat. Sie ist halt relativ weich, ein nicht wirklich steifes Gebilde. Und dadurch ergeben sich natürlich Verformungen, die sich dann in diesen Ungenauigkeiten widerspiegeln. Und unsere Aufgabe liegt jetzt natürlich darin, genau diese Abweichung zu kompensieren. Dazu entwickeln wir verschiedene Lösungen. Beispielsweise haben wir die Möglichkeit, zum ersten Mal die Verformung zu kennen und dann durch eine Art Kalibrierung des Systems direkt in der Steuerung schon einen gewissen Verformungsausgleich vornehmen zu können. Und ein weiteres Konzept sieht vor, dann darauf aufbauend eine Positionsregelung vorzunehmen, sodass wir also uns nach und nach an die geforderten Genauigkeiten herantasten. Denn unser Ziel ist natürlich, die durch die Bauwerkstoleranzen, durch die Norm vorgegebenen Toleranzen einhalten zu können und die Maschine entsprechend steuern zu können. Ja, nun können Sie sich vorstellen, es ist sicherlich noch eine ganze Menge zu tun, um dieses Ziel zu erreichen. Und genau aus diesem Grund, da wir im Rahmen des Betondrucks natürlich nicht so lange warten können, haben wir für unseren Versuchsstand im Labor zunächst erstmal einen Portalroboter, also ein Dreiachsportal gewählt. Man sieht es hier rechts in der Darstellung, was dafür geeignet ist, unseren Druckkopf erstmal aufzunehmen und entsprechend zu verfahren. Aktuell sind wir noch relativ beschränkt, was den Bauraum angeht. Wir können also ca. 2 mal 1 mal 1,5 Meter den Druckkopf verfahren und entsprechend große Probekörper drucken. Und haben aber in Zukunft auch die Möglichkeit, geplant ist für Herbst diesen Jahres, einen Portalroboter für den Außeneinsatz in Betrieb zu nehmen, mit dem wir dann also einen größeren Bauraum zur Verfügung haben von bis zu 6 Meter Länge, 3 Meter Breite und 3 Meter Höhe. Ja, mit dem Laborbetondrucker, wie er hier dargestellt ist, haben wir in der Vergangenheit hauptsächlich gearbeitet, um die entsprechenden Betonrezeptoren zu entwickeln und letztendlich auch zu testen. Da waren wir in der Vergangenheit etwas beschränkt, was den Durchsatz und natürlich auch die Größe der einzelnen Betonfilamente angeht. Das sieht man hier unten in den Bildern mal gut dargestellt. Hat aber für uns für die ersten Untersuchungen gereicht. Und wir sind jetzt in der glücklichen Lage, einen neuen Druckkopf angeschafft zu haben vor einiger Zeit, mit dem wir also größere Strukturen drucken können. Und damit ist geplant, zusammen mit dem Außenportal dann Anfang nächsten Jahres das erste begehbare Gebäude in Dresden zu drucken. Jetzt muss ich mich ein bisschen sputen, glaube ich. Deswegen gehe ich schnell voran. Noch ein paar Worte zu unserem Druckkopf. Wie Professor Will vorhin schon gezeigt hat, verfolgen die meisten Projekte im Bereich des Betondrucks das Contour-Crafting. Das heißt also, es wird ein relativ dünnes Filament aus Feinbeton ausgetragen, was dann zu einer Art Wandstruktur zusammengesetzt wird. Unser Ansatz ist, ein gesamtes Vollprofil zu drucken. Das heißt, wir drucken die Wand in einem Stück als relativ monolithisches Bauwerk. Und das führt dazu, dass wir natürlich ganz andere Anforderungen an die Drucktechnologie erstmal haben. Wir müssen die Einheit zum Dosieren und Fördern des Betons entsprechend auslegen und natürlich auch alles, was sich daran anschließt, um die Betonschichten zu formen. Hier unten sehen Sie quasi einen Videomitschnitt aus unseren ersten Versuchen mit dem neuen größeren Druckkopf. Und während das hier läuft, werde ich mal rechts den Druckkopf in seiner Gesamtdarstellung ein bisschen näher erläutern. Wir haben also hier oben ein Betonreservoir, was für uns als gewisser Puffer gilt oder dient, das wir füllen können zwischen den einzelnen Betonbatches oder Mischungen, können 60 Liter Beton vorhalten und daran anschließend befindet sich die Einheit zum Fördern bzw. genauen Dosieren des Betons. Und im Vergleich zu den anderen bekannten Projekten sind wir damit in der Lage, Beton mit einem Zuschlag bis zu 10 mm Größkorn zu fördern, was eigentlich schon für uns einen enormen Fortschritt bedeutet und haben damit auch die Möglichkeit, einen relativ hohen Durchsatz zu erzeugen, sodass wir also bei Düsenquerschnitten oder Schichtquerschnitten von 150 mal 50 Quadratmetern, wie man es hier beispielsweise in der Darstellung sieht, theoretisch Druckgeschwindigkeiten bis 10 Meter pro Minute erreichen können. Der ganze Druckkopf von uns ist recht modular aufgebaut, sodass wir also auch in der Lage sind, verschiedene Förder- und Dosiersysteme zu testen. Hier ist dargestellt die Verwendung einer relativ normalen
Extruder-Schnecke. Wir können aber auch durch einfache Handgriffe die austauschen gegen herkömmliche Exzenterschneckenpumpen, wie sie beispielsweise in Mörtelmaschinen eingesetzt werden, und somit also die unterschiedlichen Technologien vergleichen und optimieren. Was Sie hier sehen, ist eine relativ einfache Düse. Das reicht für uns erstmal für die Laborversuche aus. Wir können aber auch verschiedene andere Formungssysteme einsetzen, und da möchte ich jetzt noch kurz drauf eingehen. Ja, diese einfache Düse, wie sie hier dargestellt ist, wird sicherlich nicht den Anforderungen genügen, die wir an eine normale Gebäudewand haben, die wir später mal drucken können. Zum einen, weil wir uns hinsichtlich der Architekturmerkmale an bestehenden Merkmalen, an bestehender Architektur orientieren wollen, was zum einen bedeutet, dass wir geradlinige Geometrien erzeugen wollen, nicht wie in anderen Contour-Crafting-Projekten eher runde, geschwungene Formen. Und zum anderen sollen wir natürlich auch scharf ausgebildete Ecken, Kanten und so weiter darstellen können. Wir haben hohe Anforderungen an die Oberfläche und müssen natürlich auch sehen, dass wir Lücken in den Wänden realisieren, um Türen und Fenster später einbauen zu können, und natürlich auch Ecken, T-Stöße, alles das, was also normale Gebäude für Anforderungen mitbringen, mit dem Formungssystem realisieren können. Wie wir uns das vorstellen, sehen Sie hier unten links mal in der Animation dargestellt. Und rechts sind verschiedene Konzepte, wie wir weitere Ideen haben, das Formungssystem zu gestalten. Beispielsweise hier rechts mal im Entwurf dargestellt durch Verschieben verschiedener Leitbleche, die dann die jeweilige Druckrichtung entsprechend freigeben. Und auch Entwürfe, die letztendlich realisieren, dass wir im Prozess den Druckquerschnitt kontinuierlich nachstellen können, sowohl in der Breite als auch in der Höhe der Betonschicht. Und wie Sie sehen, wird das dann relativ schnell sehr komplex. Ja, nun haben wir uns eine ganze Weile mit der Drucktechnik beschäftigt, aber eine wichtige Komponente haben wir bisher noch gar nicht so richtig beachtet, und zwar ist das der Beton. Und daran, an der Entwicklung des Druckbetons, sind also maßgeblich meine Kollegen des Instituts für Baustoffe beteiligt. Und das ist gar nicht so einfach, denn ein druckbarer Beton hat verschiedene Anforderungen, die letztendlich auch, der Professor Will hat es vorhin schon angesprochen, ziemlich gegensätzlich sind. Zum einen muss der Beton erstmal gut verarbeitbar sein, er darf sich nicht entmischen, es sollte eigentlich ein Transportbeton sein, der darüber hinaus auch noch gut pumpbar ist. Das sind alles Eigenschaften, die eigentlich eher für einen fließfähigen Beton sprechen. Am Druckkopf selbst sollte der Beton extrudierbar sein und letztendlich eine gute Verbaubarkeit aufweisen. Das heißt, er sollte, wenn er aus der Düse austritt, formstabil sein und eine so hohe Frühfestigkeit entwickeln, dass er also in der Lage ist, auch die nächsten Schichten zu tragen und dass er nicht auseinanderläuft. Ja, und das ist gar nicht so einfach, so einen Beton so einzustellen, dass er also all diesen Ansprüchen gerecht wird. Und das genau versuchen wir aber durch natürlich theoretische Arbeiten und auch durch viele Versuche in unseren Einrichtungen durchzuführen. Und ja, da gibt es also eine Menge zu testen und zu messen. Und wir beschäftigen uns beispielsweise auch mit der Betoncharakterisierung im frischen Zustand. Das kann also zum Beispiel gerade so die Thematik Formstabilität betreffen. Da sieht man hier in der Mitte mal verschiedene Probekörper aus der vertikalen Perspektive. Und wenn die Mischung nicht genau stimmt oder der Prozess mit der Mischung nicht gut harmoniert, dann kann es auch mal schief gehen. Das sollte man auch nicht übel nehmen. Ne? So sieht das dann aus, wenn die Wand mal umgefallen ist. Und ja, demgegenüber beschäftigen wir oder messen wir natürlich auch die Eigenschaften des Betons im festen, also erhärteten Zustand. Und dazu drucken wir also so genannte Probewände, die also sehr schmal, sehr hoch sind, schneiden daraus Probekörper und untersuchen also an diesen Probekörpern mit genormter Größe die Biegezugfestigkeiten und Druckfestigkeiten des Betons. Was man in diesem Zusammenhang erwähnen sollte, ist, dass man natürlich hier, wenn man diese Probewand einmal betrachtet, schon sehr genau diese Schichtung sieht zwischen den einzelnen gedruckten Betonschichten. Das ergibt sich hauptsächlich aus der Düsengeometrie, also wie der Beton ausgetreten ist. Und man könnte jetzt daran ja,
dadurch annehmen, dass er sich natürlich negativ auf die Betonfestigkeit oder die Bauteilfestigkeit aufweist oder auswirkt. Das ist aber nicht der Fall, sondern wir haben halt durch Schnitte, ich habe auch ein Beispielobjekt mal dabei, ein kleines Stück Beton, festgestellt, dass sich die Betonschichten also sehr gut untereinander verbinden. Und genau das sieht man also auch in den Messgrößen. Hier links aufgetragen die Druckfestigkeit, rechts aufgetragen die Biegezugfestigkeit über dem Betonalter. Und das Ganze haben wir also zum einen gemacht bei Druckproben, die senkrecht zur Schichtrichtung belastet wurden, mit der blauen Linie gekennzeichnet und mit der roten Linie gekennzeichnet Betonproben, die parallel zur Schichtung belastet wurden. Was Sie hier sehen, ist eigentlich so gut wie kein Unterschied zwischen beiden verschiedenen Proben, sodass wir auch davon ausgehen können, dass sich dass die Eigenschaften sehr isotrop verhalten und wir also von einem sehr guten Schichtverbund sprechen können. Ja, mit dieser etwas kritischen Bemerkung möchte ich den letzten Teil unseres Vortrags einleuchten. Vielleicht ist Ihnen dieser Satz auch während der letzten 20 Minuten selber mal durch den Kopf geschossen. Und wir halten diese Vorträge über Betondruck natürlich jetzt schon seit einer ganzen Weile und können durchaus gut mit solchen kritischen Bemerkungen umgehen. Und ich selbst bin der Meinung, es ist auch durchaus gerechtfertigt und legitim, der ganzen Thematik Betondruck kritisch gegenüberzustehen, vor allem wenn man das aus der praktischen Sicht betrachtet. Und trotzdem möchte ich eine weitere Aussage dieser Aussage gegenüberstellen. Und zwar hat ein Vorstandsmitglied von IBM vor einiger Zeit sich über die Entwicklung der Computer geäußert und gesagt, ich denke, dass es weltweit einen Markt für vielleicht 5 Computer gibt. Wie die Entwicklung tatsächlich verlaufen ist, denke ich, brauche ich nicht weiter erläutern. Und ich denke, wir lernen daraus oder sehen daran, dass es nicht ungewöhnlich ist, das Potenzial von neuen Entwicklungen aktuell oder zum aktuellen Zeitpunkt vielleicht nicht richtig einschätzen zu können. Es kann allerdings ein fataler Fehler sein, wenn man gewisse, es kann sich als fataler Fehler herausstellen, wenn man gewisse Entwicklungen verschläft, nur weil man sie nicht oder ihnen nicht die nötige Beachtung beschenkt. Ja? Und aus diesem Grund möchte ich die restliche Zeit unseres Vortrags nutzen, um uns genau diesen kritischen Fragen zu stellen und auch mögliche Lösungsvorschläge dafür zu liefern. 3D-Druck mit Beton ist viel zu teuer. Natürlich macht es Sinn, dass man, wenn man eine neue Technologie am Markt einführt, erst einmal überprüft, hat sie denn überhaupt aus wirtschaftlicher Sicht Bestand und gibt es überhaupt Potenzial, diese Technologie am Markt einzusetzen. Deswegen haben wir uns zusammen mit den Kollegen vom Baubetriebswesen einmal daran gemacht, das Ganze aus baubetrieblicher Sicht zu untersuchen und das Marktpotenzial des 3D-Drucks festzustellen. Dabei haben wir uns auf eine Hauptanwendung konzentriert, und zwar unbewehrte Wände, ganz einfach, weil die Bewährung momentan noch nicht geklärt ist, zu betrachten. Und da hat sich sehr schnell herauskristallisiert, dass man also sich auf den Ersatz von Mauerwerksgebäuden oder gemauerten Gebäuden fokussiert. Und diese gehen also bis 5 geschossig und sind hauptsächlich Wohngebäude. Und wenn man also diesen Bereich betrachtet und eine Marktanalyse durchführt, konnte festgestellt werden, dass wir also innerhalb dieses Bereiches bis zu 75% der Bauwerke im 3D-Druckverfahren abdecken können. Ja, und an diese Untersuchung heran hat sich angeschlossen eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, sodass wir also das Mauerwerksverfahren, das konventionelle Verfahren, mit dem Betondruck gegenübergestellt haben. Und dabei sind wir mit sehr konventionellen, vorsichtigen Annahmen herangegangen, haben also relativ geringe Druckgeschwindigkeiten angenommen, haben relativ geringe Schichthöhen, Schichtstärken angenommen. Und es hat sich trotzdem herausgestellt, dass wir sowohl von den Personalkosten als auch von der Bauzeit Kosteneinsparungen von bis zu 25% ergeben. Äh,
Ja, jeder, der schon mal eine Autobetonpumpe bei der Arbeit gesehen hat, hat festgestellt, dass das sehr stark schwingt, ne? Das ist also sehr schwingungsfähiges Gebilde. Und dann kann man natürlich schnell zu der Aussage kommen, dass eine Autobetonpumpe für den Einsatz als Großraummanipulator eher nicht geeignet ist. Als Gegenargument dazu kann man natürlich sagen, wenn man eine Autobetonpumpe für den Betondruck einsetzt, wird sie nicht diese Anregung aus dem Pumpprozess erfahren müssen, wie es aktuell der Fall ist. Das heißt, wir brauchen viel geringere Durchsätze, sodass also die Anregung des Mastes aus den Pumpen geringer sein wird, beziehungsweise wir ganz andere Pumptechnologien einsetzen können. Zum anderen ist die Mess- und Regelungstechnik mittlerweile sehr weit vorangeschritten, sodass wir in Dresden den Ansatz verfolgen, uns dem ganzen Thema regelungstechnisch zu nähern, also die Schwingungen und die Abweichungen regelungstechnisch zu kompensieren. Und dazu lief beispielsweise bei unserem Lehrstuhl vor einiger Zeit ein Forschungsthema, eine Dissertation, die sich mit genau diesem Thema befasst hat. Dabei wurde durch die Entwicklung eines geeigneten Regelalgorithmus und die Simulation des Ganzen mit Hilfe flexibler Mehrkörpersysteme eine Schwingungskompensation erreicht. Das sehen Sie hier in der Animation. Wir sehen also einen Mast ohne regelungstechnische Kompensation und einen mit. Und man sieht also ganz deutlich das Überschwingen des nicht kompensierten Mastes. Und in der Simulation sind dabei also Schwingungs- oder Amplitudenreduktionen von bis zu 95% möglich. Und wir versuchen das also jetzt im nächsten Schritt durch Aufbau eines Mastprüfstandes bei unserem Versuchsfeld das Ganze in die Praxis umzusetzen. Die Oberflächenqualität ist zu schlecht. Man hat also vorhin schon einige verschiedene Projekte gesehen, bei denen die Druckergebnisse ungefähr so aussahen. Das ist also nochmal wiederholt das Bild von der US Army. Mir persönlich würde das auch nicht so gut gefallen und ich denke, es würde auch eine ganze Menge an Nacharbeit bedeuten, solche Rohbauten zu erzeugen. Es gibt aber auch andere Projekte, die schon recht gute Oberflächenqualitäten mit einem eher feinen Beton erzeugen können. Und ich bin der Meinung, auch unsere im Labor gedruckte Probewand hat an sich erstmal gar keine so schlechte Oberfläche, die man also durch Optimierung des Formungssystems sicherlich noch ein Stück weit verbessern kann. Weiterhin kann man sagen, bisher die im Betonbau erzeugten Rohbauten werden zu einem großen Teil auch weiterhin verkleidet mit Fassadenelementen oder können verputzt werden, sodass also, wenn der eigentliche Rohbau schon günstiger ist, sich auch solche Nacharbeiten nicht wesentlich den vergünstigenden Effekt nicht negativ beeinflussen werden. Ja, das Anbringen von Dämmung ist zusätzlich zur Fassade wahrscheinlich in Zukunft sowieso weiterhin notwendig und auch das würde die Frage nach der Oberflächenqualität eher so ein bisschen obsolet machen. Ja, und da sind wir gleich beim nächsten Thema. Wir werden betongedruckte oder aus Beton gedruckte Wände eigentlich gedämmt. Dazu habe ich mal zwei Beispiele hier an die Wand geworfen. Links sehen Sie das Verfahren von Apiscore, die also ihre nach dem Contour-Crafting-Prinzip erstellten Gebäude in den Hohlräumen letztendlich mit einem Dämmmaterial, einem Schaum oder einem anderen Dämmmaterial verfüllen und somit also eine gewisse Dämmwirkung erzielen, was natürlich einen zusätzlichen Arbeitsschritt mit sich bringt. Auf der rechten Seite sehen Sie mal einen Ausschnitt aus einem zusätzlich laufenden Forschungsprojekt bei unseren in Dresden. Professor Will hat es vorhin schon kurz angesprochen. Wir arbeiten daran, einen druckfähigen Schaumbeton herzustellen, der letztendlich einen mineralischen Dämmstoff darstellt. Und wenn es uns gelingt, diesen also auch druckfähig einzustellen, sind wir also in der Lage, eine tragfähige Wand aus einem mineralischen Dämmstoff herzustellen, der letztendlich gute Dämmeigenschaften mit sich bringt. Eine wichtige Frage noch, die Bewährung. Ganz klar, viele Projekte sind nicht in der Lage, wirklich Bewährung einzusetzen. Es gibt Ideen, wie hier links dargestellt, wo man also einen Bewährungskorb oder ein Bewährungsgeflecht erstellt und rechts und links also den Beton anbringt. Man kann in die Schichten textile Bewährung eintragen oder auch nur, wie es in Eindhoven gemacht wird, in einfachen Draht. Ich denke,
Die große Herausforderung ist nicht das Einbringen der Bewährung in die Schicht, sondern das Verbinden der Bewährung mit wachsender Schichtstärke oder mit wachsenden Schichten, also die vertikale Verbindung der Bewährung. Und auch das ist ein Thema, dem wir uns in Zukunft widmen wollen in Dresden, beispielsweise durch wachsende Stahlbewährung im Auftragsschweißverfahren oder durch andere Lösungen. Ja, und zu guter Letzt müssen wir natürlich auch über die Zulassung sprechen. Und da ist ganz klar, es ist ein komplett neues Bauverfahren. Und da gibt es aktuell keine Zulassung, vielleicht eine Zulassung im Einzelfall für einzelne Projekte. Und ja, wir versuchen also, das hat der Professor Scholten vorhin auch schon gesagt, uns dem zu nähern, dass wir uns also, sei es der Beton, sei es die Bauwerksform, von der Seite her annähern, dass wir uns erstmal auf bestehende Baustoffe und auch bestehende Formen konzentrieren, sodass wir dadurch letztendlich den Normungs- und Zulassungsprozess für uns ein Stück vereinfachen können. Ja, und was die Entwicklung neuer Technologien betrifft, braucht man auch nur in andere Branchen zu gucken, beispielsweise die Automobilindustrie. Seit vielen Jahren wird schon an dem Thema autonomen Fahren geforscht und in der Presse sind sich viele sicher und auch in anderen Bereichen, dass wir in Zukunft getrost die Hände vom Steuer lassen können. Die Forschung ist im vollen Gange und auch dazu gibt es noch keine Zulassung. Von daher denke ich, dass wir uns aufgrund des Zulassungsthemas da nicht einschüchtern lassen sollten und einfach munter vorangehen und die Entwicklung weitertreiben. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.